Seid ihr herzlich willkommen. 13. August ist Portaltag. Das ist eine feinstoffliche Energiefeld und in einem Portaltag stehen wir mit den Plejaden in Verbindung. Diese feinstoffliche Energiefeld hat eine heilende Wirkung, also bei jedem Portaltag ist diese Heilenergie da. Außerdem öffnet sich ein Tor Richtung Spiritualität. Eventuell kann sein, dass wir etwas empfindlicher reagieren oder haben wir andere Wahrnehmung in einem Portaltag. In diesem Abend, also 13. August, werde ich ein Ritual halten. Ein Portaltag-Ritual. Wir nutzen diese Heilenergie, wir nutzen diese feinstofflichen Energiefeld. Dieser Ritual beginnt um 23 Uhr und als Energieausgleich beträgt das 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro, wenn du teilnehmen möchtest an diesem Ritual. Die Thema liegt hier bei dieser Legung und ich erkläre das. Die ganze Berechnung kommt von Maya Kalender. Die haben das ganz genau ausgerechnet, wann sind diese bestimmten Tage, diese Portaltage. In Maya Kalender gibt es Schwingungen oder Wellen. Wir sind gerade bei der 12. Welle. Und diese 12. Welle ist 13. August, der 4. Tag. Diese 4 Punkte bedeuten Zahl 4. 4. Tag in dieser 12. Schwingung. Die Zahl 4 hat auch eine Bedeutung. Sicherheit, Stabilität, Struktur. Dafür ist dieses Ritual auch geeignet, mehr Sicherheit in die Partnerschaft oder einen stabilen Arbeitsplatz, mehr Halt im Leben, auch finanziell. Dass das hier, wir verspüren diese Basis, dieses Fundament. Und auf diesem Fundament können wir auch etwas aufbauen. Hier sehen wir auch ein Abenteuer. Das sind die Wünsche oder die Sehnsüchte, die Träume auch. Also wir sind offen für etwas Neues starten. Aber dazu brauchen wir diese Zahl 4. Dieses Fundament. Und das heißt, wir sind jetzt nicht unsicher, wir zweifeln auch nicht, sondern wir haben etwas schon begonnen oder an diesem Tag, an diesem 13. August beginnen wir das auch. Wir bauen dieses Fundament auf und dann sind wir auf die Suche nach diesem Wunsch, nach diesem Abenteuer, weil wir möchten Bewegung in unserem Leben. In diesem Tag, 13. August, herrscht Manik. Und Manik bedeutet übersetzt eine blaue Hand, also die Handlungen. 13. sind hier diese Basis, dieses Fundament, können wir auf das etwas aufbauen. Und diese Hand bedeutet, wir können handeln, sind wir auf die Suche nach einer Lösung, nach einer neuen Richtung, nach einem Weg. Was diese blaue Hand noch bedeutet, unseren Gefühlen. Das kann unsere Intuition sein, oder Inspiration oder in die Liebe-Partnerschaft, eine stabile Partnerschaft. Suche eine neue Richtung und das intuitiv oder wir verspüren die tiefen Gefühle dieser Verbundenheit
in die Liebe. Und bei diesem Ritual werden wir das alles nochmal stärken. Und ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.